So, ich sollte gleich was sagen, aber ich muss irgendwas gerade bei Twitch machen. Also, ganz kurze Erklärung, was es jetzt wird. Nämlich ganz kleine Anweisungen für neue Spieler, wie das mit dem Waffen- und Skillsystem funktioniert. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass man beim ersten Mal spielen die Waffe nehmen sollte, die einem am schönsten oder besten gefällt. Wenn man sagt, boah, man will ein super cooler Katana-Schwinger sein, dann soll man das auch machen. Also, wenn man sagt, ich will jemand sein, der hier ein Ninja-Schwert schwingt und Dinge kaputt haut und sowas damit, dann nimm die Waffe. Wenn du aber was anderes möchtest, nämlich irgendwie ein Schwert, das oben abgestumpft ist und ziemlich cool ausschaut, dann nimm das Schwert. Das ist gar kein Problem. Was man natürlich dazu sagen muss, dass Dark Souls immer ein Spiel der Kompromisse ist. Will man ein Schwert, das riesengroß ist, tragen, dann muss man natürlich darauf achten, dass man nicht zu schwer wird. Und das ist, glaube ich, die erste Sache, die am wichtigsten ist, bezüglich der Stats. Wir haben hier nämlich, und leider ist es bei mir wahrscheinlich ausgeblendet, weil mein Gesicht davor ist, verschiedene Stats. Und darunter geht auch Equip Load, was in dem mittleren Panel ist. Und bei mir ist 31,6 zu 57,0 die Ratio. Rechts oben, glaube ich, wäre nochmal die Prozentanzeige. Und wichtig ist, dass man unter 70% bleibt. Die Rolle, die ich jetzt habe, das ist also eine sogenannte Mid-Roll, also mittelschnell. Und die Entfernung ist auch ungefähr mittel. Sagen wir, ich ziehe eine Rüstung an, die etwas schwerer ist. Na, die ist bestimmt schwer, das ist bestimmt schwer. Du schaust schwer aus. Nein. Ach, du schaust schwer aus. Und du schaust schwer aus. Das ist, wenn du zu viel trägst. Also über die 57 Kilo, nämlich 60,1. Du kannst nicht mehr rollen. Das ist Rennen oder Gehen. Da ist nicht mehr viel Spielraum. Legen wir mal ein Item ab. Hoppala. Jetzt haben wir 52,7. Das müssten über 70% sein. Dann hast du eine Fat Roll. Du musst es nicht selber ausrechnen, das steht oben rechts, wo mein Bild jetzt ist. Das ist natürlich noch okay. Und manche Builds, denen ist es egal, dass man so rollt, weil man hat super starke Rüstung an und eine riesen Waffe und ein riesen Schild. Und deswegen ist es denen egal, weil sie mehr tanken können, also sogenannte Tank-Builds. Dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Mid-Rolls zu haben. Und wenn das Gewicht unter 30% ist, haben wir die Fast-Roll. Siehst, dass es wirklich, wirklich weit die Entfernung ist und super schnell. Wie schnell man ist, beziehungsweise wie weit man rollt, ist natürlich wichtig, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl an Iframes, also Invincibility Frames, während man rollt. Während man rollt, ist man nach dem Startup für eine gewisse Zeit unverwundbar, beziehungsweise kann nicht getroffen werden. Und je weiter man natürlich wegkommt, umso besser ist es natürlich. Und je mehr man hat, umso besser. Also je mehr Invincibility Frames. Das erstmal zum Ersten. Wie kann ich das manipulieren? Oder beziehungsweise wie kann ich mein Equip Load verbessern? Hier wird es als Vitality bezeichnet im Englischen, aber es ist Belastung. Je höher die Level der Belastung ist, umso mehr Rüstung kann man tragen. Generell muss man zu den Attributen oder den Level-Stats sagen, dass 40 ungefähr das Softcap ist. Da streiten sich die Geister, weil andere haben es getestet und sie finden das super 40. Aber 40 hat sich bewährt über alle Souls-Games-Spiele, Soulsborne-Spiele, dass es das Softcap ist. Das bedeutet einfach, dass es über 40 nicht mehr so stark ansteigt wie darunter. Also sagen wir, wenn man jetzt Belastung 1 hinzufügt, dann kann ich 1 Kilo mehr tragen. Aber nach 40 ist es vielleicht, dass ich nur 0,5 mehr tragen kann. Und so weiter und so fort. Also vielleicht ein bisschen weniger.
Das erstmal zur Belastung. Der wichtigste Step meiner Meinung nach für Anfänger ist Vitalität oder wie es hier heißt, Vigor. Das ist nämlich die Energieanzeige. Wenn deine HP oder deine TP, wie man es nennt, Trefferpunkte oder Heilpunkte oder Healing Points oder Health Points, wenn du da erstmal deine Sets reinlegst, ist es immer am besten, weil du überlebst länger. Und am Anfang ist das Spiel natürlich so ausbalanciert, dass der Schaden ausreicht, wenn du die Waffe auflevelst, was sozusagen ein wichtiger Hinweis ist. Es ist wichtig, dass man seine Waffe levelt. Eher als dass man seine Stats levelt. Vor allem am Anfang. Wir haben natürlich noch die Ausdauer, die grüne Leiste. Und ich habe das jetzt ausgeschaltet, also erst wenn es fast leer ist, wird sie angezeigt, beziehungsweise wenn man im Kampfmodus ist, also blockt oder schlägt, wird das nur angezeigt. Das ist wichtig. Also Stamina Management oder Ausdauer Management ist einer der wichtigsten Teile dieses Spiels. Wenn man zuschlägt oder wenn man Schläge blockt, dann verliert man Ausdauer. Und wenn die Ausdauer weg ist, kann man nicht mehr notfalls wegrollen. Und wenn man mit einem Schild blockt und die Ausdauer ist weg, oder so gering, dass man quasi in den Minusbereich rutschen würde, dann lässt man sich offen für einen Counterattack, also so eine Art Backstab, bloß von vorne, weil die Ausdauer halt weg ist. Also man ist stunned für eine gewisse Art und Weise und es gibt eine Art Riposte-Animation, wo der Gegner dich quasi absticht. FP sind die Focus Points. Die sind gut für Magie, Wunder oder Pyromancy, aber natürlich auch, wenn man die Waffe in beiden Händen hält, hat jede Waffe mit L2 oder dem linken hinteren Trigger eine Spezialattacke, die diese Punkte verbraucht. Man kann das natürlich auch machen, wenn man keine FP hat. Also zaubern jetzt nicht, aber diese Spezialattacken. Aber sie verlieren viele verschiedene Eigenschaften. Also einerseits machen Angriffe weniger Schaden, Quickstep mit dem Messer macht einfach weniger. Da gibt es keine Invincibility Frames mehr auf den Quickstep. Und je nachdem, was es für eine Fähigkeit ist, büßt man irgendwas ein, wenn man keine FP mehr hat. Also ich brauche sie jetzt gerade absichtlich mal auf. Und jetzt habe ich eigentlich. Habe ich jetzt 0? Ich habe genau 0. Aber ich kann es natürlich trotzdem noch machen, aber ich ziehe bei weitem weniger ab als mit FP. Wenn man aber ein Schild hat, wenn man im Waffenmenü mal auf Viereck drückt, ist es auf der PlayStation, dann kann man sehen, was für ein Skill die Schilde haben. Und das Schild hat Parry. Das hat auch Parry, Parry, Spell Parry, Shield Bash, Parry, Parry, Parry. Okay, ich habe nur Parry-Sachen. Spell Parry, Weapon Skill, genau. Das Schild hat Weapon Skill. Also bedeutet das, dass man mit der L2-Taste nicht pariert oder ein Shield Bash macht, wie es bei den größeren Schilden der Fall ist, sondern man macht seinen Special Attack. Man hat ein paar mehr Optionen. So, jetzt kommen wir aber langsam zur Waffe. Die Waffe ist immer Geschmackssache. Es gibt Waffen, die besser sind und manche Waffen, die nicht so gut sind, aber das entscheidet sich immer am Spieler und natürlich an dem Purpose, wollte ich gerade sagen, an dem Grund, warum man die Waffe hat. Will man ein guter PvP-Spieler sein, da gibt es natürlich PvP-Waffen, die sind besser als andere. PvE, also wenn man ganz normal offline spielt. Da ist eigentlich jede Waffe gut. Es gibt natürlich Waffen, die einen Tick besser sind als andere. Aber es hängt eigentlich meiner Meinung nach zu 90% vom User ab. Ganz legendär ist natürlich dieses Dark Sword oder dieses Dunkelschwert, glaube ich, heißt es. Es ist ein Straight Sword, also und ein Long Sword auf eine gewisse Art und Weise. Also eigentlich ganz simple Sache. Anscheinend hat es wahnsinnig viel Range. Und ich finde persönlich die R2-Attacke nicht so gut, aber naja. Aber wir benutzen die mal als Beispiel. Einmal, ja,
wenn man es in einer Hand hält, R1, hat es quasi so ein Zweier-Kombo, den er wiederholt. R2, wenn man es antippt, macht das so einen Schwing. Und du kannst natürlich das gedrückt halten, dann kannst du quasi das Timing verändern von dem Schwing. Ansonsten gibt es natürlich noch, wenn man läuft, die Attacke. Also ein horizontaler Slash. Und wenn man einen Backstep macht, also einmal kreist, antippt ohne Richtung, dann läuft er nochmal vor und macht auch wieder einen horizontalen Schlag. Und wenn man rollt und schlägt, macht es einen Poke. Also so eine Stichattacke. Wenn man es in beiden Händen hält, also hier sind es eher so, die in die Breite schlagen, und wenn man es in beiden Händen hält, sind es eher so vertikale Schläge. Was in engen Passagen vielleicht mal ganz nützlich sein muss. Die R2-Taste ist derselbe Angriff, und der Special Attack, den weiß ich gar nicht, was es genau ist. Es ist, ich weiß nicht, ich schätze mal, das ist so ein, das schauen wir mal schnell nach. Stomp. Also wenn man das macht, und dann kann man quasi nicht gestaggert werden. Also auch wenn ich angegriffen werde und das mache, werde ich nicht unterbrochen, und man kann es dann follow-up mit einem Uppercut, wenn man den harten Schlag, also R2, benutzt. Ich habe es noch nicht persönlich benutzt bei dem Schwert, aber mei, gell? Eine andere Sache ist natürlich die Uchi-Katana, die man relativ früh bekommen kann. Die hat gleich vertikale Schläge und einen Poke, wenn man mit R2 drückt, den man delayen kann. Dasselbe, fast dasselbe Moveset ist mit beiden Händen, bloß dass man so einen Overhead macht, wenn man in beiden Händen hält. Die Running Attack ist so ein Poke nach vorne, was viel, viel besser ist, meiner Meinung nach. Und Backstab, nach vorne laufen und poken, anstelle von so einem Slash, und das wäre sozusagen, wenn man rollt. Also, meiner Meinung nach ist das Moveset zum Beispiel besser als das vom Dark Sword, was alle so lieben. Aber ich verstehe auch, warum sie das mögen. Das ist eine Sache. So. Wir kommen zu den verschiedenen Stats. Stats sind eine wichtige Sache in dem Spiel. Du solltest aber nicht leveln und dann sagen, oh, ich wechsle jetzt die Waffe, oder man entscheidet sich eigentlich relativ am Anfang, wenn man sich die Waffe aussucht, wie man leveln soll. Es gibt Waffen, wie zum Beispiel, wir nehmen mal das Great Sword of Judgment. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Erstmal hier. Wir haben bestimmt noch andere Waffen hier rumliegen in meinem Inventar. Das ist jetzt alles relativ spontaneous, deswegen, ich habe nichts vorbereitet. Es gibt Waffen. Das nehme ich mal. Das hat 45, 30. Das nehme ich mal raus. Das nehme ich mal raus. Und ein ganz normales Schwert. Das nehme ich. Und Greatsword. Das nehme ich mal raus. Das ist ein gutes Beispiel. So. Wir haben hier einmal ein ganz normales Langschwert. Relativ simpel, aber nichtsdestotrotz sehr effektiv. Und wenn wir uns die Stats anschauen, ist es so, dass bei dem Attributebonus, also im mittleren Panel, ganz relativ weit unten, Attributebonus, ist bei Stärke D, und bei Geschicklichkeit ist es auch D. Das ist eine sogenannte Quality-Waffe oder Quality Weapon. Der Begriff stammt noch aus Demon's Souls, da war das ein Upgrade-Path, also das war ein bisschen komplizierter, aber das bedeutet nur, dass man bei der Waffe quasi sowohl Stärke als auch Geschicklichkeit auflevelt, um den meisten Schaden aus der Waffe rauszubekommen. Wenn du sagst, du willst diese Waffe haben, nimm sie. Voraussetzung dafür, dass sie auch stärker wird, ist, dass du diese Waffe entsprechend so skillst. Also sowohl in Geschick als auch in Stärke levelst. Dann haben wir natürlich auch Waffen wie die Waffe hier.
Ah, das ist vielleicht auch noch schlecht. Habe ich nicht die große Great Club rausgeholt? No Great Club for me? Ach, wir machen das mal hier. Executioner Great Sword. Wir sehen, Attribute Bonus ist B bei Stärke und D bei Geschicklichkeit. Das bedeutet, dass die Waffe mehr davon profitiert, je mehr du in Stärke investierst. Also, die Waffe nehmen. Du musst mindestens 19 Stärke haben und 13 Geschicklichkeit, um die Waffe in einer Hand führen zu können. Wenn du aber nie ein Schild trägst oder sowas, reicht, wenn du quasi. Wie viel wäre das? 18. Solltest 13 Stärke haben, um die Waffe in beiden Händen tragen zu können. Weil, wenn du sie in beide Hände nimmst, dann hast du noch einen 50-prozentigen Bonus. 50% von 13 sind ungefähr 6,5. Und 13 plus 6,5, 19,5, also kannst du sie in beiden Händen tragen, ohne die Stat Requirements erfüllen zu müssen, genau. Bei der Waffe, die habe ich genommen, Old King's Great Hammer, ist eine Bosswaffe. Du siehst rechts auf der Seite, dass ich Kraft 20 habe und Dexterity auch 20, also Geschicklichkeit. Das skaliert gar nicht mit Geschicklichkeit und es benötigt auch keine Geschicklichkeit, die führen zu können. Aber es braucht 30 Stärke. Es wird mir gleich gesagt, ich kann sie nicht mit einer Hand tragen, oder beziehungsweise ich kann sie nicht führen. Ich kann natürlich die ganzen Moves ausführen, aber wenn ich dann in meinen Angriffs-Stat schaue, dann wird mir 180 minus 72 angezeigt. Das bedeutet, dass ich eigentlich nur 108 physikalischen Schaden verursache, unabhängig vom Feuerschaden, den das macht. Und du siehst rechts in meiner rechten Waffe, in diesem Kreuz da, dass ein rotes X da ist, wo meine Waffe ist. Wenn ich aber das in beiden Händen halte, verschwindet das X, weil 50% von 20 sind 10, 10 plus 20 sind 30. Also ich kann sie effektiv schwingen mit der Waffe. Und sagen wir, also ich kann ja auch damit blocken. Sagen wir, ich möchte gar nicht unbedingt ein Schild haben. Es reicht mir, ausweichen zu können und dann hart zuzuschlagen. Nehme ich die Waffe. Natürlich skaliert sie jetzt mit D, aber ich schätze mal, Stärke ist das Attribut, was du wählen willst. Es gibt natürlich auch Waffen, die haben Set Requirements für verschiedene Attribute, aber wie du hier siehst, gewinnt die Waffe mehr Angriffskraft, wenn du deine Punkte in Intelligenz setzt. Dann skaliert mit B, wie du siehst. Und dadurch, dass das zum Beispiel zufälligerweise ein Magiecharakter ist, habe ich Intelligenz auf 46 gelevelt, sodass ich den meisten Schaden rausbekomme. Das sozusagen zu den Waffen. Und meistens sind die, die man beidhändig benutzt, skalieren mit Geschicklichkeit. Zauberstäbe natürlich meistens mit Intelligenz. Diese Charms meistens mit Glaube. Und witzigerweise diese Crossbows meistens gar nicht, sondern die haben nur Base Damage. Peitschen. Wie du hier siehst, das skaliert nur mit Geschicklichkeit, also wenn du mit einer Peitsche rumrennen willst, was sehr schwer ist, muss ich dazu sagen, dann Level in Geschicklichkeit. Also das ist das Wichtigste erstmal, was du wissen solltest. Aber es gibt noch ein paar andere Stats, die vielleicht wichtig sein könnten. Aber dazu kommen wir nochmal gleich. Bei mir fällt ein, wichtig ist natürlich auch. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Das hatte was mit Waffen zu tun. Ach ja, dass du Waffen beim Schmied umwandeln kannst. Du siehst hier so rechts unten in den Kästchen bei den Waffen Symbole. Und zum Beispiel habe ich das Poison Rotten Guru Dagger. Habe ich. Das ist eigentlich nur ein Rotten Guru Dagger. Aber ich habe das mit einem Poison Gem, also ein Gift Edelstein Dingenskirchen. Ich weiß die deutschen Worte nicht, tut mir leid. Habe ich durchdrungen und jetzt macht es mehr Gift. Aber dafür weniger Schaden zum Beispiel, also weniger Base Damage. Raw, oder ich weiß nicht, Krude heißt das glaube ich im Deutschen, hat nur noch Base Damage. Das heißt, du levelst nur die Waffe aus und dadurch wird sie stärker, bis natürlich 10 das Maximale ist. Es bringt dir gar nichts, wenn du in Stärke oder Geschicklichkeit oder sonst irgendwas investierst. Du hast es quasi ausgeschalten. Das macht natürlich den ersten Blick gar keinen Sinn für viele,
das zu machen. Aber zum Beispiel, wenn du das Spiel mal auf Level 1 durchspielen kannst, kannst du nur eine bestimmte Anzahl an Waffen nutzen. Und dadurch Levels kannst du ja nicht viel stärker werden. Und da ist es viel, viel besser, eine Waffe zu haben, die nur Base Damage hat. Da man kann sie tief durchdringen und dann hat sie auch keine Skalierung mehr, aber hat Dark Damage. Und hier habe ich zum Beispiel das Astoras Großschwert, habe ich durchdrungen. Und manche Waffen haben eine Affinität zu einer bestimmten Durchdringung. Nämlich die Waffe hatte vorher gar keine Intelligenz. Attribute-Bonus sozusagen, aber durch das Kristalldurchdringen von der Waffe hat es S bekommen und bei den anderen hätte es gar nicht so viel profitiert. Also ist die ein bisschen prädestinierter, eine Kristallwaffe daraus zu werden, als nicht. Hi Dani! Ich mache gerade ein Erklärvideo für einen, der neu anfängt, deswegen bin ich gerade so erklärbärig. Aber danach geht es weiter mit meinen Peitschen. Nur Peitsche Run. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgenommen. Ich habe nicht so viel Zeit, ich muss lernen. Interviews aufschreiben. Wie geht's dir, Dani? Genau, das wäre erstmal die Erklärung zu den Waffen. Dann gibt es noch natürlich, was ich vorhin erwähnt habe, Schilde. Es gibt drei verschiedene Arten von Schilden. Nämlich einmal die kleinen, die sind meistens fürs Parieren gut. Und wenn du siehst, wenn ich auf R2 drücke, das ist eine viel längere und ausfallendere Bewegung als zum Beispiel. Und dann mache ich das hier. Das hier, das ist viel schneller. Du hast ein größeres Fenster von der Zeit, um zu parieren. Hier ist es relativ schnell. Und da ist es, macht es so einen komischen Bogen. Und dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Wenn dein Timing nicht ganz passt, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass du es doch bekommst. Und dann gibt es natürlich, also das ist ein kleines Schild. Das ist ein großes Schild und das ist ein mittleres Schild. Große Schilder können nicht parieren, aber die haben meistens so ein Bash. Also ein Angriff als Schild. Aber der wichtigste Stat ist eigentlich hier bei den Schildern, auch im mittleren, rechts in der Mitte, Stabilität. Und das ist bei dem großen Schild bei 80, bei dem kleinen Schild bei 33 und bei dem mittleren Schild bei 50. Und das ist schon mal ein guter Hinweis zu dem, was es bedeutet. Nämlich Stabilität, der Wert, je höher ist, umso weniger Ausdauer verlierst du, wenn du angegriffen wirst und blockst. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du jemanden hast, der ganz viel auf dich zu anschlägt, dass du nicht deine ganze Ausdauer verlierst und dann entsprechend hops gehst. Dann gibt es noch einen anderen, Guard Absorption. Guard Absorption. Das ist, wie viel Schaden man beim Angriff abwehrt. Also, das Großschild hat 100%, also Physical ist 100. Wenn dich einer schlägt, verlierst du gar keine Energie. Macht einer Magie auf dich, dann hast du 70% Schutz, also verlierst du 30% von dem Schaden, was die Magie eigentlich abgezogen hätte. Und so weiter und so fort. Im Gegensatz zum kleinen Schild, wo du mehr als die Hälfte des Schaden einstecken musst, den du blocken wolltest. Und bei den mittleren ist es halt so, dass es hier in dem Fall 89%, aber du kannst natürlich ein Schild nehmen, das 100% hat. Und es gibt ein paar Schilde, die haben Spezialisierung, nämlich das Schild zum Beispiel, das Dragon Crest Shield, das hat 89% Schadensreduktion bei Feuerangriffen. Und das bedeutet, dass es einfach ein Schild ist, das super gut gegen Feuergegner ist zum Beispiel. Das hier ist super gut gegen Blitzattacken. Und das hier ist ganz gut gegen Magic-Angriff. Golden Wing Crest Shield, das wusste ich gar nicht, dass ich das habe. Und das hier ist so ein Durchschnittsschild, aber schau immer in die Beschreibungen, denn dieses Schild zum Beispiel erhöht die Seelen, die du bekommst, wenn du einen Gegner tötest. Das zum Beispiel, das nicht mal 100% abblockt, nur sagt, man sagen könnte, das ist gar nicht so gut, das verbessert deine Ausdauerregeneration. Da werden wir bei der nächsten Ausdauerregeneration. Wenn ich meine Ausdauer verbrauche und nicht blocke, dann füllt sich die grüne Leiste relativ schnell auf. Also aufgepasst auf die grüne Leiste oben. Ich verbrauche meine Ausdauer und sie wächst. Wie ein Penis. Nein, okay, dann mache ich das und blocke. Und dann ist es viel, viel langsamer.
bis es sich auffüllt. Das ist auch ganz wichtig, wenn du campst, dass du dein Schild immer runter nimmst, sobald du einen Gegner, einen Angriffsgegner geblockt hast. Gehen jetzt mal zu irgendwelchen Gegnern. Nackt. Block. Du siehst, dass es immer Ausdauer braucht. Mir ein bisschen Energie abzieht. Okay. Und wenn du hinter ihm stehst und einen Backstab machen willst, dann muss dein Schild ganz unten sein. Also die Animation, dass das Schild oben ist und nach unten da ist ein Übergang. Und der Übergang muss komplett durch sein, sonst schlägst du ganz normal. Und jetzt versuche ich mal den Gegner zu parieren, wo es mir manchmal schwer fällt. Hallo. Oh, jetzt kommen. Sie sind beide auf mich aufmerksam geworden. Das ist parieren. Und man wartet ein kleines Sekündchen und dann kann man ihn quasi reposten. Und man macht sogenannten Critical Schaden. Und hat einen Ember als Loot bekommen. Das ist doch sehr schön. 100. Was hat es abgezogen? 489. Also man sieht, meine Waffe hat nicht so viel davon, dass ich es in beide Händen halte. Dieser blöde Drache ist viel zu laut. Das quasi erstmal nur so zum Aufwärmen von dem, was so mit den Stats ist. Jeder hat seine eigene Art zu spielen, deswegen lass dir am besten nicht reinreden, wenn du sagst, ich will großes Schild, Riesenschwert und rumlaufen, mach das. Andere sagen, Ausweichen ist viel wichtiger. Dann mach ein Ninja-Bild oder was auch immer, wo du eine leichte Waffe hast. Jetzt nicht unbedingt ein Messer, weil es ein bisschen anstrengend ist, aber so ein kleines Schwert. Und du bist halt wendig und kannst ausweichen. Dann mach das. Ist alles scheißegal. Hauptsache, du beachtest die ganzen Stats, die du hast in deinem Menü, die dir bestimmt noch keiner erklärt hat, weil das Spiel das nicht macht. So. Oh. Das ist eine komische Körperhaltung. Eine sehr komische Körperhaltung. Das ist das Special Skill für das Schwert. Und das kannst du natürlich machen, wenn du keine Waffe in der anderen Hand hast, machst du mit L2 nichts außer deinen Special Skill. Mit L1 blockst du dann, schlägst du dann zu, also du kannst ja nicht blocken. Und wenn du deine Waffe wegtust, ist es so, dass du eigentlich parierst mit der Hand. Yeah. Okay, das war's erstmal mit dem Charakter. Dani, nicht erschrecken, ich bin kurz offline und dann komme ich wieder online. Nicht wundern. Ja.